du machst deine Steuererklärung. Mhm. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was mit deinen Steuern passiert? Nö, die muss ich ja eh zahlen. Ja, aber ich bekomme die ja hinterher. Du? Klar, ich bin noch Angestellter an der Universität. Da zahlt doch der Staat, also der Steuerzahler, mein Gehalt und die Kosten, die ich produziere. Das machen die Leute, damit ich Lehrmaterialien erstelle. Skripte, Videos, die meine Studierenden dann konsumieren können, die ich ins Internet stelle. Ja, ist doch super. Naja, das könnte super sein, aber wegen dem Urheberrecht ist es so... Oh, nee, Urheberrecht, nee, ich mach jetzt weiter hier. Vielleicht solltest du dir die Urheberrechtsdiskussion mal anhören, denn ich bestehle dich ansonsten. Wie, du bestehlst mich? Naja, es ist so, weil ich das Urheberrecht habe, kann ich entscheiden, was mit den Materialien passiert. Wenn ich die jetzt online stelle, wähle ich vielleicht eine Plattform, die schlechte AGBs hat und die sich die Rechte weiter übertragen lassen. Und der Plattformbetreiber kann dann in 3, 4, 5 Jahren anfangen, Geld zu verlangen, damit du oder deine Kinder auf diese Materialien zugreifen können. Moment, das heißt, ich zahle Steuern und zahle den Zugang zu diesen Materialien? Dann zahle ich doppelt? Genau, du zahlst doppelt und das geht eigentlich nicht. Das ist ja richtig unfair. Genau. Was man daran ändern kann, ist, dass man Plattformen verwendet, die offen und frei lizenzierte Materialien unterstützen, wie zum Beispiel die Wikipedia. Aber die ist doch ein Lexikon. Genau, die Macher der Wikipedia, die Wikimedia Foundation, haben deswegen die Wikiversity ins Leben gerufen. Dort können Lehrende ihre Materialien online stellen, sodass sie frei lizenziert sind. Dann gibt es ja eine Lösung dafür, oder? Da gibt es theoretisch eine Lösung, das ist so. Leider nutzen die ganzen Lehrenden die Sachen nicht. Das machen die deswegen nicht, weil das Interface nicht so gut ist. Aber das kann man verändern und das habe ich tatsächlich auch schon mal probiert. Okay, und was kann ich jetzt mit ihm machen? Naja, es gibt jetzt diesen Wettbewerb, diesen Förder-Award, und da könntest du mir deine Stimme geben, denn mit deiner Stimme kann ich dafür sorgen, dass diese Erweiterungen der Wikiversity tatsächlich Realität werden. Okay, ja, das mache ich. Und was macht ihr?